wird wehtun, es wird hart werden, aber deswegen macht man das ja auch. Man kann jedes Mal, während man das macht, denken, ich will aufhören. Das gehört, glaube ich, dazu. Paris-Brest ist der älteste Klassiker im Radsport. 1200 Kilometer am Stück, das ist der Plan. Sehr viel Spaß daran, lange Distanzen zu fahren. Man muss sich um Zeiten überhaupt keine Gedanken machen. Ich denke, das ist der typische Randonneursgeist. Ich bin kein Rennfahrer im klassischen Sinne. Bin ich nicht. Für mich ist dieser Radsport, wie die Randonneure betreiben, ja, ist eine Lebensphilosophie. Ils arrivent, ils ont très faim. Et puis après, ils poussent leur plateau et puis ben voilà, ils dorment. Ça varie. Une heure, deux heures, trois heures. C'est l'heure. Oh, I know. I feel fine right now. Getting on the bike will be a different story. Die Müdigkeit wird manchmal fatal. Also man schläft wirklich auf dem Fahrrad zum Teil ein. Nicht nachlassen. Auch mit sich selber reden. Das Ziel ist Paris. Sonst könnte man ja zu Hause aus dem Fenster gucken und warten, dass der Tag rum ist. Nee, das ist schon anstrengend. Ein Ironman ist im Vergleich zu der Veranstaltung hier wirklich ein Kindergeburtstag. Keep on rolling. Climbing down, climbing down, climbing down. Oh. Das ist bescheuert, würde ich mal sagen. Der Fuß, so da, wo man auf die Pedale drückt, wird voll heiß und brennt und man denkt, es geht gar nicht mehr. Gut. Keep on rolling like dust. Keep on rolling. The last 100 kilometers with the 50 and the 12. The highest gear. Very hard, but very, very nice.